Alle Jahre wieder findet im historischen Ambiente der Welserburg der Höhepunkt des Advents, der traditionelle Welser Kunstweihnachtsmarkt statt. Bereits zum 16. Mal findet hier in der Burg Wels der Kunsthandwerksmarkt statt. Wir schauen mal, was der zu bieten hat. Bereits am Eingang stimmte das Bläserquartett Altenhof die Besucher auf die kreative Erlebniswelt des diesjährigen Kunstweihnachtsmarktes ein. Den großen Auftritt mit ihrem Wichteltanz hatten die Kinder des Kindergarten Lahn bei der offiziellen Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen. Die Wünsche der kleinen Wichtel an das Christkind sind vielfältig. Ein Flieger. Eine Prinzessin. Den mächtigen Schaufelradbagger von Lego Technik. Die Wünsche der erwachsenen Besucher sind da ganz anders gelagert. Denn handwerkliches Können und Kreativität standen für diese und die Aussteller in den Räumlichkeiten der historischen Burg zu Wels im Mittelpunkt. Wir veranstalten diesen Kunstweihnachtsmarkt das 16. Mal hier in der Burg Wels. Er ist sehr beliebt bei den Gästen und jedes Jahr wieder kommen viele Kunsthandwerker aus ganz Österreich und auch darüber hinaus, um hier das Handwerk zu präsentieren und auch tolle Geschenke anzubieten. Am Welser Kunstweihnachtsmarkt gab es ausschließlich selbstgefertigte Kunsthandwerksprodukte wie Weihnachtsschmuck, Schnitzereien, Keramik und Töpferwaren, Lederartikel, Bilder, Glaskunst und Tiffany-Schmuck. Auch Malereien in allen Variationen, bäuerliche Kekserzeugnisse, Patchwork, Klosterarbeiten, Kerzen und vieles mehr konnte man hier entdecken. Ich bin gerade gekommen, habe also noch keine Gelegenheit gehabt, die wunderbare Krippenausstellung zu besuchen. Ich glaube, heute ist es überhaupt eine Option, weil so günstig drei Sachen auf einmal zu besuchen, Kunstweihnachtsmarkt, Krippenausstellung und das Burgmuseum, ist wohl selten möglich und deswegen die dringliche Aufforderung, sich das alles anzuschauen. Wahrhafte Kunstwerke waren die Weihnachtskrippen in verschiedenen Stilrichtungen. Besonders beliebt sind die Darstellungen in der klassisch-alpenländischen Form. Unzählige Arbeitsstunden sind nötig, um diese detailgetreuen Kunstwerke entstehen zu lassen. Da braucht man von 80 bis 100 Stunden. Die Zeit geht auf jeden Fall auf. Das heißt, es ist absolute Handarbeit? Absolute Handarbeit, ja. Also das muss man schon sagen. Wir legen auch einen großen Wert drauf, dass alles, was wir produzieren oder im Basteln, Handarbeit ist. Wer es lieber schlichter mag, für den sind die modernen minimalistischen Darstellungen genau das Richtige. Jedes Stück ein Unikat, das in mühevoller Arbeit angefertigt wurde. Kunstwerke der ganz besonderen Art sind handbemalte Glaskugeln. Ob traditionell mit schwungvollem Goldstrich oder farbig bemalt mit Landschaften oder Weihnachtsmotiven. Mit Sicherheit sind sie eine Zierde für jedes weihnachtlich geschmückte Heim. Es ist aus unserer Werkstätte gemacht. Das heißt, wir bekommen die Rohware vom Glasbläser und wir verarbeiten sie weiter. Wir entwickeln die Sachen, wir machen von ersten Strich bis zum letzten alles mit Pinselarbeit. Die Herstellung dieser dekorativen Schalen aus geschmolzenem Glas erfordert ein Höchstmaß an Wissen und Können. Es wird geschmolzen bei einer Temperatur zwischen 850 und 900 Grad und mit der jeweiligen Brennkurve, die ein bisschen gefinkelt ist, das muss man rauskriegen, kann man halt das absenken. Bei vielen Ausstellern und Künstlern konnte man die Ausübung ihres Handwerks hautnah miterleben. Mit kraftvollen, gezielten Schlägen fertigt hier der Schmied aus rotglühenden Eisen ein kunstvolles Hufeisen als Glücksbringer. Ja, wir erzeugen Glücksbringer, Hufeisen, Schweinhennen, Engel, Rosen, Kleinigkeiten, die sich die Leute dann mitnehmen können. Mit viel Gefühl entfernt der Holzbildhauer das nicht mehr benötigte Material aus dem groben Holzklotz. Dann kommt auch die darin verborgene Figur zum Vorschein. Ich habe schon einen Schwiegel geschnitzt, ich habe den Vater gesehen, der schnitzt nämlich auch schon ein Leben lang. Und durch das ist das entstanden bei mir. Und da ist mein Onkel gekommen, der schnitzt auch. Und der hat gesagt, schau in die Firma, für die was er arbeitet. Und dann habe ich das probiert und dann bin ich dabei geblieben. Wie in den vergangenen Jahren nutzten wieder über 5000 Besucher die einmalige Gelegenheit zum Besuch des Welser Kunstweihnachtsmarktes. Ja, ich glaube, dieser Rahmen im Burggarten, dieses Ambiente, das hier von der Burg ausgeht und das noch gepaart mit Kunsthandwerk und mit einem guten Punsch ist eigentlich die ideale Weihnachtsvorbereitung. Es vermittelt die richtige romantische weihnachtliche Atmosphäre und deswegen ist es ein gelungener Anlass hier.
Mit Recht ist er einer der schönsten und eindrucksvollsten im Land.